Vor kurzem kam die Nintendo Direct raus und die meisten Ankündigungen fand ich so ganz nett, aber dann kam's. Ein Paper Mario, die Legende vom Yontar Remake wurde angekündigt und ich dachte, um ehrlich zu sein, dass Nintendo dieses Spiel komplett vergessen hätte. Für mich ist dieses Spiel aber mit Abstand der beste Teil der Paper Mario Reihe und tatsächlich auch mein Lieblingsspiel. Allgemein liebe ich auch einfach die Paper Mario Reihe, beziehungsweise nicht alle Spiele davon. Irgendwann hat sich nämlich ein Wandel des kompletten Franchises gezeigt, der mir bis heute echt nicht so gut gefällt. Aus einem einzigartigen Franchise voller Innovation, schöner Story und abwechslungsreichen Gameplay wurde nämlich ein austauschbares Franchise mit generischen Charakteren und einem mittelmäßigen Spielprinzip. Aber wie konnte das passieren? In diesem Video schauen wir uns den Wandel der Paper Mario Reihe etwas genauer an und sprechen darüber, wieso mir der neue Ansatz echt nicht zusagt und ob es vielleicht trotzdem noch Hoffnung für Änderungen gibt. Das erste Spiel der Reihe wurde am 11. August 2000 für die N64 veröffentlicht und hieß einfach nur stumpf Paper Mario. Eigentlich wollte man das Spiel erst Super Mario RPG 2 nennen, weil es an sich ja der Nachfolger von Mario RPG ist, aber das hat man zum Glück gelassen. Zu Beginn des Spiels entführt Bowser das gesamte Schloss von Peach und nutzt dabei den Sternenstab, um Mario zu besiegen. Er schmeißt ihn daraufhin literally aus dem Schloss raus, woraufhin Mario auf die Geister der 7 hohen Sterne trifft, die ihm wieder aufhelfen. Um Bowser aufzuhalten und Peach zu retten, muss er alle 7 der hohen Sterne finden und das macht Mario dann natürlich auch. Ich bin ehrlich, die Story ist zwar cooler als die typischen Mario-Stories, aber diese Bowser entführt Peach-Storyline nervt halt trotzdem nur noch. Für ein über 23 Jahre altes Spiel ist es aber noch okay. In Paper Mario hat man zum ersten Mal auf eine Papieroptik gesetzt und was erstmal weird klingt, funktioniert überraschend gut. Alles Mögliche ist halt aus Papier, was sich vor allem in den Animationen der einzelnen Charaktere und teilweise auch in der Overworld widerspiegelt. Die ist zwar nicht komplett aus Papier, aber dafür trifft man im Spielverlauf immer mal wieder auf einzelne Elemente aus Papier. Und ja, das ist ein wirklich cooles und einzigartiges Konzept. Noch cooler und einzigartiger sind für mich aber die Kämpfe und vor allem die Partner. Ähnlich wie in anderen RPGs greift man hier nämlich nicht in Echtzeit an, sondern in einzelnen Runden. Und obwohl mir dieses Konzept in anderen Spielen normalerweise gar nicht so gut gefällt, liebe ich das in Paper Mario. Da man jeden Angriff timen muss, werden die Kämpfe auch niemals langweilig. Und hey, dadurch bekommt man XP und kann seine Charaktere verbessern. Dazu kommen wir später nochmal. Oh stimmt, die Partner. In Paper Mario stehen einem insgesamt 8 Partner zur Verfügung und jeder hat seinen individuellen Charakter und Abilities. Es gibt zum Beispiel Gumbario, der seine Gegner kopfnussen kann und Infos über sie herausfinden kann, Paracarry, der Gegner aus der Luft attackieren kann, oder Sushi, die ihre Gegner hauptsächlich mit Wasser angreifen kann. Außerdem besitzt jeder dieser Partner eine eigene spezielle Backstory und hat eigene Ziele und das gilt allgemein für unfassbar viele Charaktere aus diesem Spiel. Es gibt hier fast keine generischen und seelenlosen Toads, Koopas oder Goombas, sondern tatsächlich richtige Charaktere mit einer Geschichte. Und das ist wirklich toll. Die Verkäufe waren eigentlich ganz okay, aber auch nicht krass hoch. Mit ca. 1,37 Millionen Verkäufen erreicht das Spiel Platz 36 der meistverkauften N64-Spiele und ja, so erfolgreich ist das für ein Mario-Spiel eben nicht. Und ähnlich sollte es weitergehen. Am 22. Juli 2004 wurde Paper Mario die Legende vom Millionentor für den GameCube veröffentlicht und das ist mit Abstand mein Lieblingsteil der Reihe. Dieses Spiel nimmt sich die Formel vom Vorgänger und legt nochmal hunderte Schippen drauf. Ernsthaft. Die Legende vom Millionentor findet diesmal nicht im Pilzkönigreich, sondern in Rohlinge statt und es wird zwar wieder Peach entführt, aber nicht von Bowser, sondern von den sogenannten Kruzionen. Das machen sie, um die Königin der Finsternis wiederbeleben zu können und das fand ich als Kind ja mal so krass. Ernsthaft, ich liebe die Story und die gesamte Inszenierung des Spiels. I mean, im ersten Gebiet steht ein fucking Galgen und die Backstories der Charaktere sind teilweise wirklich traurig und sprechen reale Probleme an. Die Bartom-Story hat mich damals zum Beispiel wirklich getroffen, aber auch die Entwicklung von einem Koopio oder einer Barbara ist echt schön zu beobachten. Allgemein sind alle Charaktere des Spiels ziemlich einzigartig und ich finde fast alle Designs super schön und passend, was definitiv eine Stärke des Spiels ist. Habe ich recht? Nein, ernsthaft, auch die Kämpfe sind super cool. Man kämpft jetzt nämlich auf einer Bühne und jeder Kampf wird quasi von einem Publikum beobachtet. Performst du gut, kommen Zuschauer dazu und du kriegst Boni, aber performst du schlecht, verlassen immer mehr Zuschauer den Raum, bis du komplett alleine mit deinem Gegner bist. Es geht sogar so weit, dass das Publikum Mario teilweise mit irgendwelchen Sachen abwirft und das ist schon ziemlich lustig. Das Papierthema wird ja auch nochmal auf ein neues Level gebracht, da Mario sich zum Beispiel in einen Papierflieger, ein Schiff oder in eine Art Rohr verwandeln kann. Und doch, das ist echt nice und bringt nochmal mehr Abwechslung ins Spiel rein.
Auch die Partner finde ich hier etwas besser als im Vorgänger. Es gibt zum Beispiel den Mini-Yoshi, der seine Gegner mit typischen Yoshi-Attacken angreifen kann, Bartom, der seinen Gegner mit seinen Explosionen Schaden machen kann und Nagarine, die ihre Gegner straight up beklaut. Ich liebe das Spiel wirklich sehr, aber die Verkäufe sind auch hier mal wieder nicht so hoch. Mit ca. 1,91 Millionen Verkäufen belegt die Legende vom Millionentor Platz 12 der meistverkauften GameCube-Spiele und das ist definitiv besser als noch beim Vorgänger. Der GameCube wurde ja auch ca. 10 Millionen mal weniger verkauft als die N64 und daher ist dieses Spiel im Vergleich auf jeden Fall erfolgreicher als Paper Mario 1. Und nur 3 Jahre später verwarf Nintendo das bekannte Spielprinzip mit Super Paper Mario für die Wii komplett. Aus einem RPG mit rundenbasierten Kämpfen wurde auf einmal ein Jump-and-Run-Adventure mit Echtzeitkämpfen direkt in der Overworld und das hat halt gar nichts mehr mit den Vorgängern zu tun. An sich ist das Spiel aber gar nicht mal so schlecht. Zu Beginn des Spiels findet eine Zwangsheirat zwischen Peach und Bowser statt, da dadurch das dunkle Herz entstehen kann. Graf Knickwitz, der Bösewicht dieses Spiels, braucht dieses Herz, um seinen Traum zu erfüllen, also eine neue, leere Welt zu erschaffen. Um ihn aufzuhalten, muss Mario 8 reine Herzen finden und wird dabei von Tippy begleitet, also dem einzigen Partner des Spiels, an den man sich erinnert. In diesem Spiel gibt es nämlich auch wieder Partner, aber irgendwie erinnere ich mich an keinen davon, obwohl ich das Spiel in meiner Kindheit wirklich gern gespielt habe. Es gibt zum Beispiel sowas wie ein Surfbrett, eine Bombe oder einen Hammer und ja, an sich ist das zwar cool, aber erstens haben diese Partner absolut gar keine Backstory und zweitens sind die Namen von denen echt nicht so gut. Bro, wer sind denn Wurfowitz oder Piccolo? Aber ja, die Main Story und die einzelnen Kulissen sind trotzdem ziemlich nice und auch wenn das Spiel nicht mehr die RPG-Formel verfolgt, finde ich es immer noch wirklich gut. Vor allem das Weltall-Level und die Villa sind meiner Ansicht nach wirklich gut designte Welten und haben definitiv Spaß gemacht. Außerdem kann man neben Peach und Luigi auch noch Bowser spielen, also muss das Spiel ja quasi gut sein. Da jeder und meine Oma eine Wii hatte, wurde Super Paper Mario auch relativ gut verkauft. Mit ca. 4,23 Millionen Verkäufen belegt das Spiel Platz 23 der meistverkauften Wii-Spiele und ist damit knapp hinter Links Crossbow Training. Nein, aber ernsthaft, ich finde Super Paper Mario echt gut und es hat die Verkäufe definitiv verdient. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, bei dem viele und auch ich mit der Reihe abgeschlossen haben. Paper Mario Sticker Star. Am 11. November 2012 wurde Sticker Star für den 3DS veröffentlicht und das hat das bereits bekannte Spielprinzip nochmal verworfen. Die Story war zum Beispiel direkt viel simpler als davor. Bowser berührt den sogenannten Sticker-Kometen, mit dem man sich alles Mögliche wünschen kann, woraufhin dieser in mehrere Teile zersplittert. Er entführt Peach also mal wieder und Mario muss die 6 Royal-Sticker finden und Peach retten. Man hat jetzt zwar wieder rundenbasierte Kämpfe wie damals, aber man muss Sticker für jeden Angriff benutzen. Und wie ihr vielleicht wisst, ist das Problem dabei, dass diese Sticker leer gehen können und dann muss man halt neue in den einzelnen Leveln finden. Allein an der Levelauswahl sieht man übrigens schon, an welchen Spielen sich Sticker Star orientiert hat, aber gut. Dieses ganze Sticker-System führt halt dazu, dass man gar keine Lust mehr auf die Kämpfe hat, einfach weil man nur Münzen als Belohnung kriegt, die einem so gar nichts bringen und man verschwendet eigentlich nur Sticker. Also habe ich mal wieder ein paar Kämpfe geskippt und mir ist aufgefallen, Kirsty, also der einzige Partner des Spiels, hat so gar keinen Charakter und keine Backstory. Sie motzt halt immer ein bisschen rum und das ist ihr kompletter Charakter. Man könnte jetzt zwar sagen, dass sie durch ihre Opferung am Ende des Spiels irgendwie an Charakter gewinnt, aber Bro, sie kommt direkt danach wieder, es hat irgendwie gar nichts verändert. Außerdem gibt's keine individuellen Charaktere mehr, sondern nur noch Toads, weil Miyamoto ja nur noch Charaktere aus dem Mario-Universum in seinen Spielen haben will. Wieso auch immer. Es gibt zwar auch mal einen Chill-T, der wenigstens ein bisschen individuell ist, aber das ist halt gar nichts im Vergleich zu den Charakteren aus den vorherigen Spielen. Auch die Bosse sind ehrlich nicht so cool, weil du einen bestimmten Dingsticker benötigst, um dem Boss richtig Schaden machen zu können. Wenn du den nicht hast, tja, dann machst du halt absolut keinen Damage. Miyamoto hat also ungefähr das mit der Seele von Paper Mario gemacht, was man in Sticker Star mit den Stickern an der Wand macht. Also, er hat sie rausgerissen. Die Verkäufe waren aber ganz gut und mit ca. 2,49 Millionen verkauften Exemplaren belegt Sticker Star Platz 29 der meistverkauften 3DS-Spiele. Man muss dem Spiel auf jeden Fall lassen, dass das Papierkonzept nochmal besser umgesetzt wurde und das Spiel alleinstehend ganz nett ist. Aber in der Paper Mario-Reihe ergibt das irgendwie keinen Sinn.
Genauso ist es auch mit Color Splash, was 4 Jahre später für die Wii U veröffentlicht wurde. Das Papierkonzept ist hier für mich nochmal besser umgesetzt als in Sticker Star, aber die bekannten Probleme bestehen natürlich immer noch. In Paper Mario Color Splash begeben sich Mario und Peach zur Insel Prisma, da sie einen Toad zugeschickt bekommen, der keine Farbe mehr hat. Tatsächlich wollen Bowsers Schergen der kompletten Insel ihre Farbe entziehen und Mario versucht daraufhin zusammen mit Fabian diesen Plan aufzuhalten. An sich klingt das zwar ziemlich cool, aber die Kämpfe funktionieren leider wieder genauso wie in Sticker Star. Man kriegt nämlich wieder nur Münzen als Belohnung, aber diesmal kämpft man nicht mit Stickern, sondern mit sogenannten Kampfkarten. Was genau dasselbe ist, aber als etwas Neues verkauft wird. Cool, Mann. Außerdem gibt es wieder nur generische Charaktere und vor allem Toads. Überall. Keine Ahnung, wer das abgesegnet hat, aber es ist ehrlich schrecklich. Die Bosse sind hier übrigens noch komischer als in Sticker Star, denn jetzt braucht man zwingend die Dingse oder man kann den Boss einfach nicht besiegen. Du bist bei Morten und hast den Feuerlöscher nicht? Tja, dann beende den Kampf und hol den halt. Ich check das ehrlich nicht. Man muss dem Spiel aber zugute lassen, dass es wirklich gut aussieht. Die Papieroptik wurde meiner Meinung nach nämlich nochmal auf ein komplett neues Level gebracht und jetzt ist tatsächlich alles aus Papier. Und ich liebe das. Die Verkäufe waren aber natürlich nicht so gut, weil es halt ein Spiel für die Wii U ist und so keiner eine Wii U hatte. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ich hatte Color Splash damals auch nicht und es hat mich auch nie wirklich überzeugt. Als dann der Trailer von Origami King rauskam, hatte ich Hoffnung. Der Artstyle sah wie gewohnt wirklich schön aus, es wurden komplett neue Charaktere vorgestellt und es wirkte fast so, als hätte man sogar wieder richtige Partner. Und ja, ich finde das Spiel auch heute noch wirklich schön, aber im Großen und Ganzen immer noch nicht so gut. Die Story ist aber ziemlich solide. König Olli, also der Kollege hier, entführt Peach und möchte daraufhin die gesamte Welt zusammenfalten. Das möchte Mario natürlich verhindern und Ollis Schwester Olivia versucht ihn dabei zu unterstützen. Es gibt aber leider weiterhin die ganzen Probleme, die ich eben schon aufgezählt habe. Generische Charaktere, wenig Tiefe und richtige Partner in dem Sinne gibt es auch nicht, auch wenn einige Charaktere versuchen, genau das zu sein. Es gibt zwar ein paar emotionale Momente, aber ich hätte mir da einfach mehr gewünscht. Das Kampfsystem haben sie übrigens wieder abgeändert, aber das hat mir, um ehrlich zu sein, auch nicht gefallen. Für die ersten paar Kämpfe war das zwar ganz nett, aber danach fand ich dieses ganze Rumrätseln etwas anstrengend. Ja, das Spiel geht in manchen Stellen des Spiels zwar in die richtige Richtung, sieht auch wieder echt super aus und hat einen guten Humor, aber trotzdem ist es echt nicht meins. Das ist so mein Problem mit den neuen Spielen der Reihe. Die Spiele sind zwar immer noch ganz nett, aber das war's auch. Versteht mich nicht falsch, die Spiele an sich sind per se nicht schlecht. Wenn man sich jetzt aber die Paper Mario Reihe als Ganzes anschaut, wirkt das für mich nochmal ganz anders. Man hat ursprünglich halt ein RPG erschaffen, dessen Stärken die einzigartigen Charaktere, die Story und das Kampfsystem war und das hat man plötzlich komplett verworfen und man hat das genaue Gegenteil gemacht. Jetzt sind die Stärken eben die Optik oder der Humor und das Spielprinzip an sich ist für viele bestimmt auch ganz nett, aber es hat, um ehrlich zu sein, gar nichts mehr mit der ursprünglichen Reihe zu tun. Das ist ungefähr so, als würdest du jetzt das Zelda-Franchise nehmen und die Open World komplett rausnehmen und ein Jump'n'Run draus machen. Die Rätsel gibt's dann auch nicht mehr, aber nicht nur für ein Spiel, sondern für immer. Das würde einfach nicht zum Franchise passen und genauso ist es meiner Ansicht nach auch bei Paper Mario. Mir persönlich sagt dieses neue Prinzip auch gar nicht zu, aber wenn ihr es mögt, dann gönnt euch. Hoffnung für eine Änderung sehe ich nach der Ankündigung von Mario RPG und die Legende vom Yontor Remake aber komplett. Wenn diese Spiele und vor allem die Legende vom Yontor viel gekauft werden, könnte das eventuell eine Message an Nintendo senden und sie machen sich da mal ihre Gedanken. Ein neues RPG Paper Mario wäre ein wirklich guter und erfolgreicher Titel für die Switch 2, ich sag's euch so wie es ist. Aber jetzt entschuldigt mich. Ich muss mein originales Paper Mario 2 auf eBay verkaufen und endlich reich werden.